Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Begriff Lux, denn dieser Begriff ist eine Maßeinheit in der Beleuchtungstechnik und er ist von hoher Bedeutung. Also, seid gespannt und passt gut auf. Lux ist definiert als die Beleuchtungsstärke, bei der ein Lumen gleichmäßig über eine Fläche von einem Quadratmeter verteilt ist. Wenn ihr euren Lux-Wert berechnen möchtet, dann braucht ihr folgende Formel. Ein Lux ist gleich ein Lumen geteilt durch Quadratmeter. Okay, also wir möchten euch das noch einmal ganz kurz bildlich veranschaulichen. Wir haben hier eine Tischleuchte. Diese machen wir mal kurz an. Also beim Lux-Wert geht es darum, wie viel Licht auf eine Oberfläche scheint. Und genau dieses Licht, was wir hier unten an der Oberfläche haben, das ist unser Lux-Wert. Dann kommen wir zur Messung. Und zwar, ihr könnt Lux auch mit einem Luxmeter bemessen. Das ist ein Gerät, das die Intensität, das auf eine Oberfläche trifft, bemisst. Dieses Gerät wird meistens dann verwendet, um zu überprüfen, ob genügend Helligkeit in einem Raum ist. So, dann kommen wir zur Bedeutung von Lux in der Beleuchtungsplanung. Hier haben wir drei Punkte und diese gehen wir jetzt mit euch durch. Der erste Punkt, die Bestimmung der Lichtmenge. Also die Angabe von Lux hilft dabei, für unterschiedliche Umgebungen und auch Tätigkeiten die richtige Lichtmenge zu bestimmen. Denn in einem Büro braucht ihr ungefähr 500 Lux und in einem Wohnzimmer nur 150 Lux. Der zweite Punkt sind die Einhaltungen von Standards und Vorschriften. Also hier ist es so, dass unterschiedliche Umgebungen und auch Tätigkeiten gewisse Normen an Lux-Werten haben. Diese müssen also erfüllt werden. Wenn ich die natürlich berücksichtige, indem ich diese messe und mich an die Angaben halte, habe ich hier auch nichts zu bedenken. Der dritte Punkt ist die gleichmäßige Beleuchtung. Also achtet hier darauf, dass ihr eine gleichmäßige Beleuchtung in einem Raum habt. Denn ist dies nicht der Fall, kann dies zu Unbehagen führen und eure Augen können müde werden. Jetzt stellen wir euch ein paar Anwendungsbereiche und Richtwerte vor für die einzelnen Räumlichkeiten. Also, seid gespannt und passt gut auf! Erstens, Büros und Arbeitsplätze. Also hier sind oft 500 bis 750 Lux erforderlich, um eine ausreichende Sichtbarkeit für Tätigkeiten wie Lesen und Schreiben zu gewährleisten. Der zweite Punkt sind Schulen und Bildungseinrichtungen. Also Klassenzimmer benötigen in der Regel etwa 300 bis 500 Lux. Der dritte Punkt sind industrielle Umgebungen. Also in Fabriken kann der Lux-Wert je Tätigkeit variieren. Präzise Arbeiten erfordern oft höhere Werte, bis zu 1000 Lux oder mehr. Der vierte Punkt, und zwar unsere Wohnbereiche, bei denen ist es so, dass in der Regel geringere Beleuchtungsstärken ausreichend sind. Also zwischen 150 und 300 Lux. Unser nächster großer Punkt sind die Herausforderungen und die Überlegungen. Wir haben hier drei Unterpunkte und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Der erste Punkt ist natürliches Licht. Also achtet darauf, dass ihr so gut wie es geht viel von natürlichem Licht in eure Räumlichkeiten bekommt. Denn dadurch müsst ihr weniger künstliches Licht verwenden. Auch wenn das natürliche Licht sich vom Tag oder auch zum Jahr verändert. Aber es ist immer noch gut und spart hier künstliches Licht ein. Der zweite Punkt, Energieeffizienz. Also eine höhere Lux-Zahl bedeutet nicht automatisch, dass man eine bessere Beleuchtung hat. Denn ihr müsst darauf achten, dass ihr eine gute Balance zwischen Beleuchtung und Energieeffizienz findet. Der dritte Punkt, und zwar die Lichtqualität. Also hier ist es auch so, dass andere Faktoren extrem wichtig sind, wie zum Beispiel die Farbwiedergabe oder auch die Farbtemperatur, um hier einfach wirklich die perfekte Beleuchtung zu haben. Lux ist definitiv ein zentrales Parameter im Bereich der Beleuchtungstechnologie, denn wir benötigen ihn, um herauszufinden, wie viel Licht wir an einer gewissen Oberfläche benötigen. Wir hatten in unserem Video auch den Begriff Lumen erklärt. Wenn ihr mehr über Lumen wissen möchtet, dann klickt hier oben auf den Link und schaut euch gerne dieses Video an. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram und auf Facebook folgen und unseren YouTube-Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Es lutsche, dein neues Licht.